Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft Project Ozone 2 Reloaded. So, ich hatte Er es hat's ja. hingekriegt. Ja, komm, leck mich. Ich hatte es ja versprochen, wir gehen in den Untergrund und lassen den Ren hier oben werkeln. Sieben. Wie auch immer. Ich hoffe natürlich auf ein paar Gegner, an denen ich mein Schwert leveln kann. Hier drüben waren wir durch, ne? Ich glaube ja. Hier sind wir durch. Deswegen benutze ich jetzt hier wieder meine alte Methode, um solche Gänge zu kennzeichnen. Ich baue sie zu. Wie viel Iron war es in so einem Block drin? Neun. Ach so, du hast das Auslaufen abgeschalten. Danke. Bitte. Ich habe doch noch gesagt, dass es mir auf die Nerven ging. So. Wo waren wir? Wie weit genau? Schleim. Toter Schleim. Noch mehr Schleime. Noch mehr Tote. Aua! Ein Schleimgeist. Ich verabscheue diese Geister. Ektoplasma. Schön, ich habe alles Poken bekommen, nur nicht das, was ich brauche. Herzlichen. Entschuldigung. Wie habe ich ein Kratzen im Hals? Das ist schlecht. Hier drüben also auch durch. So. War ich hier unten schon? Ah, ja, ich erinnere mich. Ich war hier unten schon. Und bin gleich wieder umgedreht. Ich mache das gleiche wieder. So. Oben lang. Hier lang kam ich doch genau zu diesem Raum oben rein. Diamond Ore. Und Charge Certus. Haben wir es auf Peaceful? Nee, da wären keine Schleime da. Ist gerade nichts los, deswegen. Ich bin etwas verwirrt. Will mich nicht drüber aufregen, aber ich bin verwirrt. Ich wollte gerade sagen, genieße es, bevor es wieder anders ist. Wo ist unsere Wolle? Welche? Die nicht vorhandene? Die Wo wir ist die nie ganze hatten? Wolle geblieben? Hatten nie viel. Ja, die ganzen Strings hat man ja so, aber ich habe es gefunden. Die Strings habe ich großteils verbraucht für unsere Taschen. Ich habe uns Taschen gebaut. So, Diamanten, Diamanten, noch mehr Diamanten. Yay, Diamanten. Wirklich richtig viele. Unsicher. Mami, ich will nicht. Okay, gehen wir hier lang weiter. War doch Osmium. Cool. Da das mittlerweile der Hauptwerkstoff für unsere Spitzhacken ist, bin ich da nicht böse drüber, wenn ich das finde. Und nicht nur für die Spitzhacken, für Werkzeuge allgemein. Pickaxe plus 1 Haste.
Das kriegt man doch gern. Jo, einer der wenigen Werkzeuge, wo es wirklich mal Ach Sinn komm schon, macht. Willy. Das ist ein Loch in der Wand, das ist genau eins groß und dahinter geht die nächste Höhle los. Ja, da unten war da was. Habe ich doch gerade was. Ja, wusste ich doch. Zink. Ich doch gerade was gesehen. Dieser Helm ist ein Fluch. Ist noch mehr Eisen. Denke mal, wenn du was spezifisch suchst, ist der vielleicht sogar genial, aber wenn du eigentlich nur erkunden willst. Ist ja suboptimal. Wirst du immer wieder dazu verleitet, einfach mal in die Wand zu graben, weil er dir sagt, da ist übrigens was. Er sagt dir ja auch nicht, was da ist. Das wäre ja wiederum langweilig. Könntest du entscheiden, ob das willst oder nicht. So. Da ist auch was. Salzohr. Eine der weniger sinnvollen Dinge. Nein, du bist nur ein Warberry Bush. Du hast nicht die Ehre abgebaut. Hier sind kein einziges Monster. Was ist denn los? Die haben wahrscheinlich Versammlung heute irgendwo an einer Stelle. Das ist Blood Moon, ne? Nö, nicht mehr. Nö, eigentlich Es war aber die Nacht. nicht. Du meinst, sie schlafen Vielleicht. noch, haben noch einen Kater. Nee, aber vielleicht konzentrieren die sich da so nach oben. Weil es können ja meines Wissens pro Chunk nur eine bestimmte Anzahl an Monstern spawnen. Wenn die natürlich alle oberirdisch sind, wird es natürlich in den Minen sehr ruhig. Ist jetzt nur eine Vermutung, also. Nehmt das nicht für bare Münze, Leute. So genau kenne ich mal. Ah, Schleim. So genau kenne ich mich auch nicht aus. Stirb, du Schleim. Oh. Inventar voll. Jetzt nicht mehr. Doch gar nicht hier hochspringen. Ich will da rein. Ein Chance Cube in freier Wildbahn. Was tut es? Ich würde jetzt eine Abstimmung starten. Aber da ihr die Folge erst in ein paar Wochen zu sehen bekommt, so wie wir vorproduziert haben, wäre das etwas kontraproduktiv. Weil, wenn die dann durch ist, würde ich das Ding unter Garantie nicht wiederfinden. Geht's hier noch viel weiter? Ich leg das Ding schon mal frei. Na, oh, super. Was denn gleich? Hier, ne? Da ist er. Ach ja, was passiert, wenn man das automatische Ausfließen anhat und was mischen will? Deswegen hatte ich ihn aus. Genau aus diesem Grund. Gut, hier ist nichts mehr. Also hier verpasse ich jetzt nichts. Ich werde so sterben.
Erz. Ach, Orberry Bush. Sicherheitsabstand. Oh. Yay. Er schief mit Mob Farm. Trotz. Das Ding hat 5 Endermen gespawnt, die ich gerade umgelegt habe. Coole Sache. Oh, Leute, das laut. Macht den Ton aus, danke. Cool. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Dann müssen wir doch glatt mal ins schlaue Buch gucken. Nebulous Heart, Reliquary. Das war doch bestimmt auch was für dein Dingenskirchen da, oder? Für Witchery. was? Witchery. Ist Witcher überhaupt dabei? Ich nehme es an. Du hast doch den Altar schon gebaut. Nö. Ich? Witcher ist nicht dabei. Schade. Naja. Lapislamps. 4 Stück und ein Charms Cube. Okay, also bis auf den Chance Cube alles so alles wichtige Sachen. So, was muss ich jetzt machen? Aber sonst noch ganz fluffig, oder? Na gut, es gibt so ein Extra Life dafür. Holla die Waldfee. Was denn? Der Erfolg nach Mob Farm. 3 Eye of the Ender, 15 Zenith Gemstones, 5 Enchanted Gravitite und 64 Ambrosium Charts. Schön. Das wird lustig. Das dauert auf jeden Fall eine Weile. Was machst du dann mittags? Weiß ich noch nie. Ich wollte die Mobs ja auch irgendwann noch mal in Ruhe lassen, weißt du? Das ist ja, das gehört sich ja nicht. Die brauchen auch ihre Ruhepause. Aber die Lapislamps sehen geil aus. Die sind von dem Add-on Random Things. Da ist oder Nameprogramm. Ach, hier ist ja noch Kohle. Bin ich an der vorbeigerannt. Was ist da los? Na bitte, so, jetzt können wir dieses per Hand sieben schon mal sein lassen. Wir haben nämlich Strom. Aber. Nice. Hat du toll gemacht. Kriegst du Bienchen. Blöderweise aktuell noch mit Kohle. Das ist wirklich blöd, weil davon haben wir jetzt nicht so erschreckend viel. Ja, Obwohl ich gerade wieder ein ganz bisschen bringe. Das liegt daran, dass eine gewisse Person alles Shiny, was wir hatten, für Waffen zerlegt hat. Willst du dich wehren oder nicht? Du kannst die Waffe auch wieder einschmelzen übrigens, ne? Nö. Wustig. So. So, und jetzt sollte der eigentlich. Öl. Aus. Da spring ich nicht rein. Wird so nicht passieren. Abflug. Durch mit diesem Gang. Kann mir mal gestohlen bleiben. Der braucht 40 RF-Protek. Was brauchen denn diese Autonomous Acti-Dings da? Habe keine Ahnung. Also wirklich nicht. Okay, gut. Kommt doch nicht in Frage. Da war doch was. Kohle. Och nö, komm schon. Was ist das denn? Also, ne, ich will ja eigentlich nicht darunter, aber ich will darunter. Wir wissen, was das ist.
Ist bestimmt dieses Tungrunstenohr. Und ja, das heißt so, den Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, Tungsten, das habe ich schon ein paar gesehen. Ist das Aluminiumohr eigentlich blau im Namen? Keine Ahnung. Ach so, da braucht man ja einen Conduction-Smelter. Wofür? Pulsating Iron. Ja. Will ich wissen, was ein Induction-Smelter braucht? Da es eins der Grundteile ist, wird es nicht so krass sein. Zwar aber noch krass genug, aber nicht so krass. Ja. Ja. Assembly Table. Assembly Table sollten wir allgemein bei Gelegenheit bauen, weil den brauchen wir für so ziemlich alles. Wir sind nun mal über Vanilla Minecraft inzwischen hinaus, nicht? Ja. Ja. Willst du wissen, wie er geht? Nö, gerade nicht. Gut. Such da unten mal schön Was? Rubine. Angst? Ich bin bewaffnet und gefährlich. Na gut, zweiteres vielleicht nicht gerade, aber ich bin bewaffnet. Hast gehört? Biene, ja, bin dabei. Und Obsidian. Das ist ja nun wirklich kein Problem. Aha. Komm Und her. Enderaugen. Zombie Nummer 1. Zombie Nummer Viele 2. Enderaugen. Ich will nur noch wissen, was das da drüben für ein Erz ist. Ich werde von anderen Erzen davon abgehalten, die sich mir in den Weg werfen und abgebaut werden wollen. Ich habe Respekt vor der Lava. Silikonerz. Cool. Was Stimmt, unsere Kohlevorräte sind echt gleich alle. Ich spring noch mal ein bisschen Obsidian mit, wa? Und Silikonerz. Okay, die erforsche ich. Werde ich hier nie wieder rauskommen. Das ist keine Angst, das ist ein Versprechen. Ist langsam auf einem Level, wo ich aufpassen sollte, wohin ich grabe. Ja, überall Lava. Lava. Thorium. Noch mehr Thorium. Ach ja.
Sie abbauen geht immer so schnell. Da habe ich schon Haste 1 drauf. Mir ist man gar nicht so, man die ganze restliche Zeit machen soll. Ja, wir brauchen es ja. Hilft ja nichts. Wenn auch nur, um in den Nether zu kommen. Nö, auch noch für ein paar andere Sachen. Nö. Da war Lava. Hier drunter ist irgendwas, aber ich habe so das Gefühl, jetzt kommt gleich wieder Lava. Nee, doch nicht. Da kam Lava. Welches Erz soll da sein? Ist doch weit und breit nix. Oder zeigst du Arschlochteil mir jetzt an, dass da Lava ist? Jetzt weiß ich selber, dass da Lava ist. Nein, da war tatsächlich noch was anderes. Elektroteilen. Noch mehr Osmium. Davon habe ich noch nicht genug. Ich habe 14 Opsi. Kannst du mal gucken, wie viel man für diesen Opsi-Generator bräuchte? Wie hieß denn das Was? Ding? Opsi-Generator? Es gab doch diese eine Maschine, die Cobblestone, Opsi oder Lava generieren konnte. Wie hieß denn das Ding? Hab's verdrängt. Ich überleg grad. Das, was wir damals auf FTB stehen hatten. Thorium. Ich hab keine Ahnung, war was das wir der brauchen. Aquarius? Nee, Dings? Der hat nur Wasser aus Wasser gesaugt. Ignatius Extruder oder sowas. Ach so, ja, Igneous Extruder. Ja, naja, knapp vorbei so daneben. Ja. Ja, Blöde Idee. Bau mal weiter deinen Obsi da unten ab. Ja, wie viel denn? Assembly Table. Ach so. Aluminium, da habe ich mittlerweile genug. Thorium nehme ich mal noch mit. Komm, wenn mir das Aluminium so vor die Flinte springt. Ist das Thorium nicht... Ach, das ist Magneticraft. Ich hätte das jetzt Galacticraft zugeordnet. Was? Thorium. Ja, das sind Mods, mit denen habe ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht beschäftigt. Ja, aber von der Namensgebung her, so Tor-technisch und so. Aber wenn die halt wirklich auf das richtige Elementorium anspielen, macht eigentlich Galacticraft auch mehr Sinn als Magneticraft, aber na gut. Ich würde hier gerne erstmal wieder rausgehen, weil ich bin auf einer Höhe 14. Es kann eigentlich nur schief gehen, sich hier länger aufzuhalten. Kann gar nicht gut gehen. Das lässt der Programmcode des Spiels nicht zu, dass das gut geht. So, aber das hole ich mir noch. Ich will Redstone. Nein? Okay, dann nicht. So, mal gespannt, was funktioniert.
Jetzt Redstone? Ja. Noch mehr Thorium. Das Zeug wird mein Verderben sein. Okay, hier baue ich mich mal kurz halb ein. Denn unsere Folge ist rum. Eigentlich schon seit 5 Minuten, aber ich habe keinen sicheren Ort gefunden. Der ist immer noch nicht sicher, aber na gut. Für ein Er ist kurzes sicherer wie der Folgenende. Ort davor. Für ein kurzes Folgenende reicht's. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich wollte eigentlich noch nicht wieder raus. Ich wollte eigentlich schon noch ein bisschen hier unten bleiben. Mal gucken, vielleicht werde ich auch unsanft nach oben gerissen. Das kann ja auch passieren. Das Also, wäre unschön. ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder, no? wieder mit dabei. Und ja, bis dahin, einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao.